Und damit grüße ich euch zurück zu Randall's Monday. Ihr hört's vielleicht ploppen und plingen. Blub, blub, da war's. Ich musste kurz das Handy anstecken, weil ansonsten schmiert mir hier der Timer mitten in der Folge ab. So, wir sind immer noch in Matts Bude und wollen hier irgendwie raus. Aber alles, was hier drin neu ist, ist der Stalaktit. Frohner Matt, ich komme auch noch nicht drüber weg, ob wir den als Bieröffner genutzt haben. Wir könnten, hatten wir nicht irgendwann mehr Streichhölzer, Feuer? Hier, da haben sie doch. Lieber nicht. Wieso lieber nicht? Wenn das so heiß ist, so ein Mensch. Vielleicht können wir Matt auftauen. Also Matt auftauen. Wenn du echt glaubst, so kann ich ihn zurückholen, dann hast du zu viele Science-Fiction-Filme gesehen. Oder zu wenig. Dann gibt's heute Abend Bolognese, wenn du vorher Matt auftaust. So. Was haben wir? Wir haben ein Lichtschwert, das wir doch nicht nehmen fürs Eis. Vergammelten Hotdog. Vielleicht kann man es wegsprühen. Ich glaube, das Eis einparfümieren bringt auch nichts. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Na? Da. Das wollte ich schon immer mal machen. Yeah! Flammender Tod! Oh. Ja. Was ist das? Da strömt scheinbar Gas aus. Genau das Richtige. Nehmen wir mit. Und zünden es gleich wieder an. Na? Bist du irre? Ich will nicht, dass mir das Ding im Gesicht explodiert. Oh Mann, du. Was machen wir jetzt damit? Nein. Nein. Habe ich kapiert. Wasserhahn? Nein. Nein. Sollten wir es in die Mikrowelle packen? Nein. Nein. Gut, hier drin wird's nicht sein. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Kann ich jetzt mit denen? Kann ich sie in den Sofa stecken? Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Was? Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Nein. Tja, dank dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Oh, und nicht zu vergessen, unser guter Freund Al. Der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet hat. Wie konnte ich den nur vergessen? Meine Hände haben immer noch diesen alte Leute-Geruch. Und dann war da noch dieser Typ, dem sein Wasserkocher um die Ohren geflogen ist, oder? Ja, tot. Vorgestern. Ah, wir haben, Hölle. Dann mal auch auf seine Gesundheit. Dietrich, eventuell kommen wir jetzt hier in die Schublade rein. Obwohl die nicht aussieht, wie wenn man die mit einem Schloss aufmachen könnte. Er ist leider völlig unbrauchbar. Der hilft mir nicht mehr weiter. Was? Dann einmal draufhämmern. Ich glaube nicht, dass das hin. Na gut, Versuch war's wert. Bin verwirrt, ich weiß nicht, was wir machen sollen. So geht's mir irgendwie ständig. Moment, baue mit Gas und kaputtem Raumdeo. Damit will ich den Feuerlöscher nicht verwenden. Nein. Aber eventuell mit Trichter und kaputtem Raumdeo. Nein. Nein. Mit Hütchen. Ich glaube nicht, dass das was. Ich wollte so eine Tröte basteln. Hat aber nicht funktioniert. Gas. Gas, 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 Gas. Es ergibt keinen Sinn. Kaffeebecher? Ne, hat man schon probiert. Ja. Der hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Was tun wir jetzt? An Randall Hicks. Wie geht's? Ah ne, das war der Brief von gestern vom Penner. Hat mit uns heute nichts mehr zu tun. Im Moment zumindest nicht. Man kann die Gasse von hier aus sehen.
Magnete, 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 Stalaktit. Irgendwas müssen wir damit anfangen. Ich habe keine Idee. Hier? Teleskop, Entenbügel. Sieht hart wie Diamant aus. Da passe ich lieber. Das muss theoretisch anwärmen. Aber wie? Lieber nicht. Damit will ich den Feuerlöscher. Na gut, dann gehen wir nochmal raus. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Tja, dank dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Oh, und nicht zu vergessen, unser guter Freund R. Der ist für der alte Film. Kerl, der alle im Altersheim und vergiftet hat. Wie konnte ich den nur vergessen? Meine Hände haben immer noch diesen alte Leute-Geruch. Logik hilft mir. Und dann war da noch dieser Typ, dem sein Wasserkocher um die Ohren geflogen ist, oder? Ja, tot. Vorgestern draufgegangen. Hölle. Dann mal auch auf seine Gesundheit. Seine Gesundheit? Na gut. Oh, gehen mir auf den Sack. Dass die nicht auch mal 5 Minuten aufhören können mit Quatschen. Der ist leider völlig unbrauch. Ich denke nicht. Das ist ja egal, ob das Sinn macht oder nicht. Erstmal wird's probiert. Steht nicht auf. Ich glaube doch nicht. Steht nicht. Ich glaube nicht. Gut, einfach mit rumprobieren kommen wir hier also auch nicht weiter. Aber es macht keinen Sinn, was wir hier im Inventar haben. Von vorne bis hinten nicht. Jetzt geht er wieder. Da schreibe ich nichts drauf. Ach komm schon, irgendwas. Nur was Kleines. Muss der Versuchung widerstehen. Erst Oh, die haben doch Bier. Warum sollten die nicht fertig sein jetzt? Ich krieg sie nicht auf. Es gibt kein. Warum gibt es keinen Grund, das zu machen? Ich will wissen, was in der Schublade ist. Ich kann nicht einfach alle meine Probleme weghämmern. Doch, das geht. Ausprobieren. Na, ich weiß es nicht. Der Kühlschrank ist besser als meiner, was so ziemlich für jeden Kühlschrank gilt. Ein stinknormaler Wasserhahn. Hab grad keinen Durst. Der Blendomatic. Das lasse ich mal. Da ist noch was von Matt drin. Außerdem habe ich Besseres zu tun. Da dürfte nichts von Matt drin sein. Zunge reinstecken ist vielleicht keine so gute Idee. Warum ist da noch was von Matt drin? Matt ist hier. Matt ist gefroren. Das lass. Ich dachte, wir da einen kleinen Fehler im Spiel entdeckt haben. Weil wir haben ja an dem Mixer, doch, wir haben den benutzt, aber. Deshalb dürfte da kein Matt drin sein. Auf all die armen Bastarde, die den Januar Sack. Durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Passt grad. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Dieses Sofa hat schon viele. Ja, komm. Nein. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Nicht.
Da geht's raus. Tja, aber ich bin hier noch nicht fertig. Dann hatten wir die ganze Woche zu tun. Oh, und nicht zu vergessen unser guter Freund Al. Der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet hat. Wie konnte ich den nur vergessen? Meine Hände haben immer noch diesen alte Leute-Geruch. Und dann war da noch dieser Typ, dem sein Wasserkocher um die Ohren geflogen ist, oder? Ja, mein lieber Begleiter. Vorgestern draufgegangen. Hölle. Dann mal auch auf seine Gesundheit. Seine Gesundheit? Na gut. Dann eben sein Andenken. Die Straße. Egal, er kann uns eh nicht hören. Eins ist sicher. Fang gar nicht erst damit an, Ted. Wir sollten auch noch den Geist von dem Typen erwähnen, der gestern bei Claytons ins Gras gebissen hat. Im Ernst? Lass es. Ich bin mal so frei und quatsch mich auch noch mit zwischen rein. Okay? Okay. Auf den Gefrorenen. Auf den Gefrorenen. Dieser Matt hat echt Sinn. Dieser Matt. Ja. Dieser Matt hat. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Das und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Ich sehe jeden Tag. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Tja, dank dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Oh, und nicht zu vergessen, unser guter Freund Al, der alte Kerl, der alle im Altersheim. So, ich muss da ab und zu mal wieder raus, weil das ganz einfach tierisch nervt, dass die immer das Gleiche erzählen und dass sie da nicht aufhören damit. Ich weiß es nicht. Habt ihr eine Idee? Ich komme hier nicht raus. Die muss ich nicht nehmen. Jedenfalls nicht jetzt. Warum nicht? Lieber nicht. Ach. Ach. Mit dem Ofen habe ich nichts zu schaffen. Ich habe endlich eine Entscheidung getroffen. Na, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte den Matt nochmal angucken. Du hast es also endlich geschafft. Verdammter Irrer. Ich vermisse dich jetzt schon, Kumpel. Können wir irgendwie die Hand, die er verloren hat, aufnehmen? Hallo? Er ist gefroren. Ja, sag bloß. Dann tau ihn auf. Lieber nicht. Da strömt scheinbar Gas aus. Das sollte ich lieber nicht in die Nähe meines Mundes bringen. Ja, blöd. Was machen wir nur damit? Das hat es schon hinter sich. Das muss nicht geklebt werden. Ich habe echt keine Ahnung. Aber das sage ich jetzt bestimmt schon zum 150. Mal. Es liegt aber nur daran, dass ich wirklich keine Ahnung habe. Das muss ich nicht aufhübschen. Was willst du denn auch aufhübschen? Und so, da musste ich kurz einen Huster rausschneiden. Ich weiß es nicht. Und ich stehe auch nur hier rum und kann echt nichts machen. Ja, bringt nichts. Ihr seht's, ich bin die ganze Folge hier bloß sinnlos rumgelaufen. Geschafft haben wir überhaupt nichts. Ich guck mal. Ich suche noch ein bisschen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Bis dahin, haut rein, ciao.